Hey Leute, herzlich willkommen zu Part 6. Wir spielen weiter Oha, Mount & Blade. Und ja, es ruckelt gerade ein bisschen. Finde ich schade. Aber okay. So. Ich kümmere mich mal um die Fußsoldaten. Die waren eben noch nicht da. Ich weiß, ich habe die Gefechtsgröße erhöht. Und ja, deswegen darf ich jetzt hier schön die kleinen Fußsoldaten abmetzeln. Das bringt mir natürlich Skills für meine Waffen und Erfahrung. Das heißt, was will man mehr? Und da wir das jetzt auf jeden Fall skillen müssen, bleibt mir eigentlich... Ja, scheiße, jetzt... Oh nein, jetzt bin ich tot. Leute, das ist richtig blöd jetzt. Oh, Kacke. So, Moment kurz. Wie machen wir das jetzt? Ja, die Karawane muss ich jetzt leider in Ruhe lassen. Tut mir leid, aber ja. Was soll ich machen? Ich muss die jetzt lassen. Ich speichere mal lieber ab. So. Weil, ja. Obwohl, hier waren Steppenbanditen. Die schaffen wir noch. Sollte ich dann wieder leben. Und ob wir die angreifen, ich weiß es nicht. Okay, sie greifen uns an. Das lässt mich wieder natürlich ein bisschen, bisschen... Ah, oh, scheiße. Ah, okay. Jetzt hauen sie ab vor dem Fürsten. Oha, gleich haben wir kein Geld mehr. Das heißt, wir müssen unbedingt mal plündern gehen. Was ich jetzt auch sofort machen werde, wir holen uns hier auf dem Weg noch ein paar Rekruten mit dazu. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los nach irgendwo hier ins Reich plündern. Wir können auch mal einen Fürsten besiegen, weil die haben wirklich nur Fußsoldaten. Das schaffen wir wirklich. Das ist halt das Gute daran. Deswegen, ja, probieren wir das am besten gleich mal aus. Unseren ersten Kampf gegen jemand Richtiges. Und ja, sollten wir verlieren, wir speichern ja vorher, das passiert halt nichts. Und es kann sein, dass ich im Moment ein bisschen unmotiviert spreche, für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben und Part 5 nicht gesehen haben. Ich bin verdammt erkältet, deswegen tut es mir leid, wenn ich ein bisschen unmotiviert spreche, oder wenn ich ein bisschen leise spreche, oder wenn ich einfach ein bisschen verschnupft klinge. Das ist im Moment so, und ja. So, gehen wir mal nach Serindia und speichern direkt hier auf dem Hügel ab. So. Pam. Und ja. Dann wollte ich jetzt letztens, oder habe ich jetzt die Idee gehabt, dass ich anfange LOL-Matches, also League of Legends, nein, Spiele hochlade, weil das ein ziemlich cooles Spiel ist. Und ich habe mir überlegt, davon möchte ich jetzt immer mal so Matches hochladen. Ich bin mal gespannt. Also ihr müsst jetzt hier nicht schreiben, ob ihr das wollt oder nicht. Wird noch ein Infovideo dann kommen und ja, wie ich denn frag, ob halt ihr das wollt oder nicht. Und dann werde ich, ja, wenn das okay ist, dann ein paar Matches League of Legends hochladen, immer mit unterschiedlichen Leuten. Und weil ich spiele das Spiel im Moment so sehr und macht auch übel Spaß, nur halt dann wundern sich einige Leute, warum kommen so wenig Videos. Ja, es ist halt, wenn man erstens ja noch so ein Leben hat und außerdem, ist es halt so, dass wenn wir da mal spielen, spiele ich ja, okay, ich spiele abends oder morgens jetzt mal so Mount & Blade und nehme da auf. Und ansonsten, ja, spiele ich immer mit ein paar Kollegen League of Legends. Und wenn ich das aufnehmen würde, dann könnte ich das einfach mal freizeitmäßig spielen. Plus, ich könnte dabei aufnehmen. Das wäre ziemlich cool und ja. Das ist auch eigentlich so ein typisches Livestream-Spiel, wenn man mal so überlegt und ja. So. Deserteure waren da. Und ja, wir haben jetzt relativ viele Items wieder. Relativ viel. Oha. Da. Also ich weiß nicht. Ich speichere mal ab und ich probiere es einfach mal aus, ob wir es schaffen würden. Aber nur, ob wir es schaffen würden. Das ist jetzt nur ein kleiner Test. Ich weiß nicht. Das ist jetzt natürlich Irrsinn, dass wir das versuchen. Sind das Reiter? Nee. Aber machen wir das einfach mal. Und ja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja noch einen Bogen. Aber natürlich kann ich damit nichts machen. Und der Fürst ist schon tot. Das gibt es ja nicht. Der Fürst ist schon tot. Das ist ja ziemlich geil. Das heißt, die Gegner, die können jetzt eigentlich nichts Großes mehr machen. Wir müssen aber gucken. Guck mal, wie viele... Boah, wie viele das sind. So, wir müssen hier... Oha, oha. Oha. Okay, das war keine gute Idee. Ich weiß.
Aber ich schieße einfach mal drauf. Einfach um den Bogen zu skillen. So. Einfach immer drauf da. Oha. Ja, okay. War eine blöde Idee. Ich weiß. War eine ganz blöde Idee. Oh mein Gott. Da haben wir aber übel auf die Fresse gekriegt, wenn man das so sagen darf. Und ja. Oha, der war nice, der Schuss von mir eben. Habt ihr gesehen? Oha, da kommen die Pfeile. Oha. Die haben eine extreme Schussgenauigkeit, diese Typen. Oha, guckt euch an. Oha. Oha. Die haben es... wie können die so genau schießen? Das gibt es gar nicht. Aber okay. Ah, ich will aufgeben. So. So. Wir haben, ja, damit sozusagen gefailed. Spielstand wiederherstellen. So. War eine sehr blöde Idee, aber okay. Wir gehen nach Nara und werden jetzt ein bisschen die Sachen verkaufen. Dann haben wir wieder Geld und dann werden wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich würde sagen, wir werden wieder plündern. Irgendwann müssen wir ja mal irgendwas finden, was wir angreifen können, ohne dass es irgendwie zu stark für uns ist. Und ja. So, ich verkaufe hier erstmal alles. Oh, mehr können die auch gar nicht bezahlen. Ich guck mal eben. Lamellenharnisch kostet so viel. Ja, das können wir uns einfach nicht leisten. Das ist sehr schade. Gefütterte Lederrüstung könnte was werden, ja. Lamellenweste. 46,8. Boah, das wäre aber schon krass ein Unterschied. Ja. Müssten wir mal sehen. 2500 kostet das. Wenn ich das hier alles hingebe, wie viel habe ich dann? Dann bekomme ich, ja, okay, das wird nichts, aber wir können uns auf jeden Fall diese gefütterte Lederrüstung hier kaufen. Oder wisst ihr was? Wir kaufen uns einfach mal gar nichts. Und sparen einfach mal. Ach scheiße, okay, das wird nichts. Ja, dann nehmen wir uns erstmal hier... okay, nehmen wir uns so eine Lederrüstung mit. Und nehmen uns dann hier irgendwelche Sachen mit, die wir dann wieder verkaufen können. Werkzeuge hier, so. Wir werden 1000 Dinare erhalten, okay. Dann verkaufen wir hier die Sachen wieder. Zack, jetzt haben wir... ja, 1600 Geld. Genug Essen haben wir noch. So, jetzt können wir erstmal wieder chillen. Uns wieder hier abspeichern, so. Und ja, jetzt bleibt uns eigentlich relativ offen, was wir jetzt machen. Wir könnten... einmal kurz, wir könnten ganz weit reisen und hier in diesem Reich unseren Kriegszug führen, leveln, aber das lohnt sich noch nicht wirklich mit, wie viel haben wir? 24 Leuten. Ich würde sagen, dafür bräuchten wir dann schon ein paar mehr. Ich überlege mir das aber bis zum nächsten Part. Ich werde dann heute nicht mehr aufnehmen, oder zumindest heute Morgen nicht mehr. Ich werde den jetzt erstmal rendern. Dann überlege ich mir bis zur nächsten Aufnahme mal, was wir hier als nächstes machen. Und ja, dann würde ich sagen, speichern, beenden. Sehen wir uns in Part 7. Ich verabschiede mich. Ciao.